Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. So beginnt eine der erfolgreichsten Science-Fiction-Serien der Filmgeschichte. In der Realität heißt das so. Wir schreiben das Jahr 2018. Dies sind die Abenteuer der Raumstation ISS und ihres Kommandanten Alexander Gerst. Als Partner der ESA, kurz für European Space Agency, berichtet das Rhein-Neckar-Fernsehen in seinen Space-Flight-Live-Übertragungen kontinuierlich über die Mission Horizon in der Internationalen Raumstation ISS. Für Campus TV haben wir uns einmal näher mit den Hintergründen der Mission befasst. Alexander Gerst startete am 6. Juni vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus zu seiner zweiten Mission auf der Internationalen Raumstation ISS, diesmal allerdings als Kommandant. Zahlreiche Zuschauer erlebten das Spektakel mit. Für die Astronauten im Inneren der Sojus-Kapsel war es allerdings noch aufregender. Auch für Alexander Gerst, obwohl es bereits sein zweiter Flug zur ISS war. Das Fantastische ist, ich bin hier auf der Raumstation angekommen, natürlich von meinen Freunden und Mannschaftskollegen hier begrüßt worden. Und es hat sich wirklich so angefühlt, als ob ich nicht mal weg gewesen wäre. Also selbst das Schweben klappt, mir ist nicht schlecht geworden, keine Weltraumkrankheit. Und tatsächlich haben wir direkt angefangen mit den ersten Versuchen. Also ich war wirklich schon sehr fleißig übers Wochenende und gestern und heute haben wir schon einige Versuche hier durchgeführt. Natürlich hat man eine andere Sicht der Dinge, wenn man in einer Raumstation über der Erde schwebt und sich eben nicht mit Krieg, Umweltverschmutzung oder den politischen Veränderungen auseinandersetzen muss. Aber was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, wo ich mich gerade befinde in diesem Moment. Und das ist die Internationale Raumstation mit Betonung auf international, die komplexeste Maschine der Menschheit, die hier oben schwebt und nur dadurch zustande gekommen ist, dass wir zusammengearbeitet haben und das durch über viele verschiedene Nationen und Kontinente hinweg. Das ist ein Erfolgsbeispiel und ich denke, man muss das positiv sehen. Wir haben gezeigt, dass wir sowas können, dass wir sowas auch in der Zukunft wieder machen werden, ist auch klar. Und ich hoffe, dass wir auf dieser internationalen Kooperation auch für zukünftige Projekte wie den Deep Space Gateway oder weitere Explorationsprojekte Richtung Mond und Mars aufbauen können. Und das stimmt mich sehr positiv. Auf der Erde treffe ich Professor Joachim Wamsgans in seinem Büro in Heidelberg. Der Direktor des Astronomischen Recheninstituts und des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg sieht ähnlich wie Gerst die ISS nicht nur als grandiose Maschine. Die Weltraumstation ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die verschiedenen Nationen auf der Erde alle zusammenarbeiten. Die USA, die europäischen Länder, Japan, Kanada. Und tatsächlich die größte, komplizierteste Maschine der Menschheit zusammengebaut haben und als wunderbares Beispiel für internationale Zusammenarbeit dient, sogar als, ich würde sagen, als Friedensmission. Und selbst in Zeiten der Anspannung zwischen Ost und West schaffen es die Wissenschaftler dann und die Techniker, die Astronauten mit russischen Raketen hochzuschicken, ob es japanische, europäische, amerikanische sind. Ich denke, das ist ein großartiges Beispiel, wie die Menschheit globale Probleme angehen könnte. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Astronauten an Bord der ISS auch viele Aufgaben zu erledigen haben. Im Mittelpunkt der Weltraummission stehen die vielen Experimente, die unter den besonderen Bedingungen der Schwerelosigkeit im Weltraum durchgeführt werden können. Das ermöglicht in der Materialwissenschaft, in der Medizin, in der Biologie Experimente durchzuführen, die Möglichkeiten für Verbesserungen in der Entwicklung von neuen Materialien gestattet, die möglicherweise der Menschheit in Zukunft viel bessere Möglichkeiten bieten. Alexander Gerst ist der 11. Deutsche im All und der 3. deutsche Raumfahrer auf der ISS. Er hat schon viele Experimente selbst durchgeführt. Bei einer Pressekonferenz mit Preisträgern des Jugendforschwettbewerbs, die Bundeskanzlerin Angela Merkel moderierte, antwortete er daher gerne auf entsprechende Fragen der jungen Forscher. Ich habe schon ganz viele Experimente hier durchgeführt. Die meisten habe ich auch schon auf der Erde trainiert. Welches das Beste ist, ist wirklich schwierig zu sagen. Wir haben ja um die 300 Experimente an Bord während so einer Expedition. Um die fast 70 aus Europa und tatsächlich Deutschland ist da wirklich ganz top mit dabei, mit fast 40 Experimenten, die mit deutscher Beteiligung hier durchgeführt werden.
werden. Da geht es um Plasmaphysik, Quantenphysik, aber auch eben Humanphysiologie. Wir können zum Beispiel Krebszellen und Immunzellen gut erforschen hier oben, weil die in der Schwerelosigkeit dreidimensional wachsen, nicht zweidimensional wie in der Petrischale im Labor auf der Erde. Und dieses dreidimensionale Wachstum, das ist in einem Körper sehr viel ähnlicher. Das heißt, hier oben können wir zum Beispiel Medikamente besser testen als auf der Erde. Damit ist das Labor ISS einzigartig, denn es kann nirgendwo auf der Erde nachgebaut werden, da es keine Möglichkeit gibt, dauerhaft die Schwerelosigkeit zu simulieren. Einen Eindruck davon, wie das aussieht, gab Alexander Gerst mit einer einfachen Demonstration. Gegenstände, die man aus dem Alltag kennt, die verhalten sich hier oben ganz anders. Ich demonstriere das mal zum Beispiel hier in so einem Multitool, ganz normal, wie man es kennt. Wenn man das hier aufklappt und dreht, verhält sich das plötzlich ganz anders, als man es gewohnt ist. Das ist mit vielen Dingen so, dass man denen ihre Geheimnisse tatsächlich nur entlocken kann, wenn man sie frei von Gravitation beobachtet. Doch nicht nur die Experimente sind wichtig, die helfen sollen, das Leben auf der Erde zu verbessern oder neue Dinge zu erfinden. Für Alexander Gerst ist die ISS auch eine Art Tor zum Weltraum, der Weg zu den Sternen. Wir Menschen sind ja ein Inselvolk, um uns rum ist ein großes schwarzes Universum und wir tun gut daran, das zu erkennen. Wie jedes Inselvolk muss es das Meer um sich rum genau kennen, um zu wissen, was da draußen ist, was für Gefahren da draußen drohen. Und deswegen benutzen wir die ISS, um uns vorzubereiten darauf, dass wir in Zukunft weiter rausfliegen zum Mond und zum Mars. Wir haben hier Experimente, die genau das vorbereiten. Wir haben zum Beispiel jetzt in 2 Wochen kommt ein Raumtransporter mit einem neuen Lebenserhaltungssystem, das in Deutschland mit entwickelt wurde und gebaut wurde. Und das macht uns mehr autark, um weiter nach draußen vorzudringen. Und das ist eben wichtig, dass die ISS im Prinzip unser Testschiff ist, um rauszufinden, wie wir weiter rausfliegen können, wo das Risiko natürlich größer ist. Für die Astronomie sieht Professor Wamsgans einen anderen Aspekt. Zwar helfe die ISS nicht dabei, zu erforschen, wo es erdähnliche Planeten gibt oder solche, die schon Leben tragen, aber als Motivation, eben wie ich das als kleiner Junge erlebt habe, ist natürlich auch die ISS für die Astronomie sehr wichtig, weil die Menschen eben sehen, wie diese tolle technologische Entwicklung auch eben Menschen begeistert und eben auch die Technik und die Entwicklung voranbringt. Dazu passt, dass Alexander Gerst sich am liebsten in der sogenannten Cupola, der Beobachtungsstation für den Weltraum, aufhält. Ja, das ist tatsächlich unser bestes Modul. Ohne das wird es uns hier sehr viel schwerer fallen zu arbeiten. Ohne das Modul hätten wir nicht diesen einzigartigen Blick nach draußen. 360 Grad um uns herum und 180 Grad tatsächlich auf die Erde drauf. Und das ist grandios. Da gibt es keinen anderen Ort auf der Raumstation, der so toll ist und der uns so einen tollen Blick auf die Raumstation gibt. Im Oktober wird Alexander Gerst von der Mission Horizon auf die Erde zurückkehren und sicher auch hier im Rhein-Neckar-Fernsehen über seine Erfahrungen berichten.